Ja, moin moin und heidi haui, ihr Lieben. Genau, letzte Folge wollten wir versuchen, den Volcano Berserker zu trinken. Hat nicht geklappt, weil wir ja kein Alkohol trinken dürfen. Wir sind kurz in die Trance-Welt rüber geswitcht. Dann haben wir Kaffee getrunken. Jetzt sind wir zurück. Also, das Ganze nochmal. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Schnarch. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Boogie. Das ist ganz schön Gumbo. Ne, Gumbo. Gumbo, Entschuldigung. So, genau. Letztes Mal hatten wir direkt den Kaffee getrunken. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Nehmen wir mit. Hier hatte jemand vergessen, seine Eiswürfel aufzulutschen. So. Nee. Nehmen wir mit. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Oh, Zigarren. Nehme ich mit. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Das waren kubanische Zigarren. Diese Hunde pokerten mit Stil. Ich bin ein Hund. Pokerspielende Hunde. Nichts Weltbewegendes. Hey, guck mal. Das hässliche Mädchen will mitspielen. Ja. Dann wollen wir ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Okay, wir haben keinen Einsatz, also gehen wir erstmal weiter. Oh, okay, hier sieht es ein bisschen anders aus. Wir können in die Prärie, Indianerfriedhof und zum Sheriff. Ah, gucken wir mal, die Cash Cow. Die Cash Cow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Gehen wir mal in den Hinterhof, muss ich ja alles mal anschauen hier, ne? Der Gnom machte einen vertrauenserweckenden Eindruck. Scheinen genauso eine Gnome zu sein wie die, die immer alles rosa anmalen. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alcofix, dem exklusiven Wunder-Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alcofix, dem Wunderschnaps? Aber natürlich. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alcofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkoholprobe aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Okay, das kriegen wir hin. Irgendwie werden wir schon krank. So, gehen wir mal zum Sheriff. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Oh,
Da ist ja ein Goldgräber. Wenn Lilly groß war, würde sie auch Goldgräber werden. Dann hätte sie endlich ihre eigene Spitzhacke. War der vorher schon da? Reden wir mal mit dem. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so eine raue Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Oh, oh. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Bestimmt. Vielleicht lohnt es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Nö. Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Okay. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cashcow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Gucken wir mal. Gehen wir erstmal zum Indianerfriedhof. Wollen wir mit denen reden? Nee, aber mit dem Feuer können wir was machen. Als Lilly in die Flammen starrte, wurde ihr plötzlich ganz duselig. Oh. Na, Lilly, hat dir der kleine Ausflug Spaß gemacht? Aha. Kann man da treten? Ja. Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey. Doch, ich bin mal tot. Du sollst nicht lügen. Okay, wahrscheinlich müssen wir die irgendwie nochmal anlügen. Versuchen wir es nochmal. Huch! Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Schade. Gut, also, dann müssen wir auch lügen lernen. Oh, Mann. Ich will doch nur Alkohol trinken. Gehen wir mal zur Prärie. Lilly hatte es heute offenbar nur mit schrägen Vögeln zu tun. Wie nett. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Gehen wir mit dem Geier. Ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat, weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen,
Schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Na, da können wir doch bestimmt was machen. Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Na, dann probieren wir das doch mal gleich aus. Oh, die Sonne verändert sich. Schau einer an. Oh, wie schön. Jetzt ist die gammelige Mayonnaise gammelig geworden. Die Mayonnaise hatte eine lustige Farbe angenommen. Außerdem wimmelte es im Glas nur so von kleinen Tierchen. Lilly fühlte sich in die Schulkantine zurückversetzt. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Das Gute ist, jetzt sind wir krank und jetzt können wir uns da eine Medizin holen. Hurra! Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Anti-Faltencreme mit Hautstraffenden Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie. Und nehmen Sie eine Kostprobe. Ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich überspringe mal das, was der da labert. Schmeckt. Ach du, nein. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Aha. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Ja. Ja, aber hallo. Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Oh ja. Meinen Glückwunsch. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Juhu. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast qualifiziert aus. Ohne Dein fast. Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo. Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Sehr gut. Hallo? So. Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hatte die Flasche gerade gesprochen? Aber ich bin krank. Die Farbe der Flasche... Du sollst kein... Hatte die Flasche... Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Die roten Bröckchen... Behalte das ruhig. Du hast es bitter nötig. Wie mache ich das denn jetzt? Die Cashcow wollte Lilly wissen. Sie schenkte ihr. Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte, könnte ich mir gleich ein Dutzend davon aus Elfenbein schnitzen lassen. Die Farbe der Flasche, Du sollst... Hatte die... Manu, ich bin doch krank. Aha. Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schneller der Kälte handeln. Was?
Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Natürlich nicht. Ich glaube, der braucht ein Taschentuch mit roten Bröckchen. Oh, danke. Ja, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön, so schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Offensichtlich. Was tust du denn da? Och nö! Juhu, wir haben eine weitere Blockade gelöst. Sehr schön. Dann deaktivieren wir doch mal das Trinkverbot. Und gönnen uns einen Schluck vom Volcano Berserker. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Oh. Oh, das ist aber praktisch. Yay, Geld! Wir können uns eine Flunder kaufen. Ach, Kugelfisch war das, verdammt. Ah, upsala, sorry. Egal, wir gehen jetzt erstmal einen Alkoholtest machen. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich. Juhu. Die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Juhu, wir können uns die Karte anschauen. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Tja, also wir sehen die Klosterschule, ein Drachendings. Ja, okay. Ja, und nun? Jetzt sind wir hier in der Zelle. Wie wir aus der Zelle rauskommen, werden wir uns mal nächstes Mal anschauen. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, trinkt nicht zu viel. Ne? Ansonsten landet ihr wie die kleine Lilly hier in der Ausnüchterungszelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.